Liebe Bürgerinnen und Bürger, morgen feiern wir Weihnachten. In Baden-Württemberg, in Deutschland, ja an vielen Orten dieser Welt kommen in diesen Tagen Menschen zusammen. Alle haben wir denselben Wunsch, das Fest der Familie und das Fest des Glaubens gemeinsam miteinander zu verbringen. Wie in jedem Jahr ist die besondere Aufgabe dabei, Abstand zu gewinnen von der Hektik, dem Stress und den Verpflichtungen im Vorfeld. Wenn wir uns auf die Besinnlichkeit einlassen, schenkt uns Weihnachten Zeit. Zeit mit Menschen, die uns am Herzen liegen, Zeit für uns selbst, Zeit für Spiritualität. Dieses Geschenk ist nicht sichtbar und doch so wertvoll. Es ist nun an uns, das Geschenk der Zeit anzunehmen und auf uns wirken zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen ruhige, erholsame und besinnliche Tage voll Freude und Zeit im Kreise Ihrer Lieben. Frohe Weihnachten, Ihre Muhterem Aras.